Hier ist noch mal ein kleiner Wartebereich nach der ärztlichen Aufklärung. Und gegenüber sind dann die Zimmer vorgesehen, in denen die Impfung tatsächlich stattfinden wird. Wir sind unterwegs mit Landrat Max Heimerl. Im Gewerbegebiet von Mühldorf entsteht eines von 93 bayerischen Corona-Impfzentren. Also das wird der Haupteingang dann letztendlich werden. Und in dem Bereich sind wir dann im Empfang, wo die Erfassung der zu Impfenden passieren wird. Ein ehemaliger Mühldorfer Drogeriemarkt wird binnen Tagen umgebaut zum medizinischen Impfzentrum. Mir geht ein bisschen mit gemischten Gefühlen da entgegen. Ja. Gemischte Gefühle haben viele hier, weil unklar ist, wann der Impfstoff verfügbar wird und ob dann alles wieder so ist wie früher. Baustelle Pandemie. Ich denke, das ist jetzt für uns alle der Lichtblick. Das ist das Licht am Ende des Tunnels. Etwa 300 Menschen will man impfen pro Tag, 7 Tage die Woche. Pro Schicht mindestens 2 Ärzte plus Assistenten. Das Personal schon ab 15. Dezember muss es bereitstehen. Dafür haben sie eine Lösung gefunden. Die medizinischen Teams kommen aus der Region. Das ist eine der größten Herausforderungen. Wir haben das jetzt bei uns so gelöst, dass den Kern der ärztlichen, des medizinischen Personals unser Inklinikum, unser Krankenhaus stellt. Darüber hinaus haben wir jetzt Partnerschaften auch geschlossen mit den Hilfskräften, mit den Hilfsorganisationen, mit Maltesern, mit dem BRK. Wir fahren weiter in den Landkreis Ebersberg. Hier entsteht das Corona-Impfzentrum in der alten Kreissparkasse. Landrat Robert Niedergsäß und sein Team sind noch mitten in den Planungen. In Bayern wird während der Dreharbeiten zu diesem Film ein neuer Lockdown beschlossen. Die Impfung soll ein Befreiungsschlag werden. In der Schalterhalle soll dann demnächst im Einbahnstraßensystem geimpft werden. Es sind 4 Wartebereiche, jeder Wartebereich einem Arztzimmer zugeordnet. Und dann geht es von diesen 4 Wartebereichen jeweils dann hier in die Arztzimmer. Hier ist dann der Bereich sozusagen 20 Minuten nach der Impfung, um zu sehen, ob es irgendwelche spontanen Reaktionen geht. Ausschlaggebend für die Wahl der alten Kreissparkasse waren vor allem Sicherheitsaspekte. Also wir haben hier in der Nachbarschaft die Polizei, wir haben in der Nachbarschaft die Klinik und wir haben sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten für den Impfstoff. Der soll im ehemaligen Banktresor verwahrt werden. Die politische Stimmung ist aufgeheizt. Die Sicherheit der Impfzentren beschäftigt auch den Innenminister. Wir können angesichts der Sicherheitslage in ganz Deutschland einerseits nicht ausschließen, dass es Extremisten geben könnte, die Anschläge auf solche Einrichtungen verüben oder insgesamt dieses Impfgeschehen torpedieren wollen. Andererseits kann es aber auch einfach Kriminelle geben, die beispielsweise Impfstoff stehlen wollen, um den andererseits dann weiter zu verkaufen. Für jedes Impfzentrum wurde ein eigenes Sicherheitskonzept entwickelt. Vor Ort aber schätzt man die Gefährdung als eher gering ein. Ich gehe davon aus, dass es hier zu keinen Turbulenzen führen wird. Und ob dann etwaige Impfgegner, die demonstrieren wollen, den Weg nach Ebersberg finden oder andere Orte aufsuchen, das wissen wir nicht. Ebersberg plant den Impfbetrieb für 12 Monate. Noch ist zwar alles leer und viel zu tun, aber das Gesundheitsministerium gibt sich optimistisch, dass trotzdem alle Zentren rechtzeitig fertig werden. Manche sind es sogar schon. Es geht weiter nach Niederbayern zum Festzeltplatz in Deggendorf. Hier ist das Impfzentrum neben der Corona-Teststation schon einsatzbereit. Man könnte direkt loslegen. Wir treffen Thomas Kindl, den verantwortlichen Projektleiter. Er setzt auf Container und auf Funktionalität. Wir haben genügend Parkplätze, wir haben genügend Strom, eben bedingt durch den Volksfestcharakter für die Fahrgeschäfte. Wir haben den Sicherheitsdienst vor Ort, wir können die Nähe zur Autobahn nutzen. Auch in Deggendorf sollen 300 Personen täglich geimpft werden, Koordination und Aufwand machbar. Die eigentlichen Herausforderungen sieht Thomas Kindl erst nach dem Start. Das Problem wird tatsächlich hier sein, dass wir auch genügend Impfstoff da haben, dass da nicht zu irgendwelchen Engpässen kommt und dass wir wirklich dann auch die Abstimmung schaffen von der ersten zur zweiten Impfung, dass das dann nahtlos übergeht, weil sonst macht die ganze Impferei ja keinen Sinn.
Jeder Geimpfte muss nach ca. 3 Wochen eine zweite Spritze erhalten. Bis Ende des Jahres soll der Impfstoff zugelassen sein. Dann beginnt die komplexe Just-in-Time-Auslieferung. 93 Zentren warten auf die Dosen, verteilt vom Freistaat. Eine logistische Herausforderung, so Infektiologe Christoph Spinner. Es ist derzeit geplant, dass von größeren Impfhubs, wo Ultratiefkühlschränke zur Lagerung bereitstehen, dann an die Impfzentren diese Impfstoffe bei Kühlschranktemperatur, also zwischen 2 und 8 Grad entsprechend aufgetaut und abgegeben werden. Dann sind sie noch wenige Tage haltbar und können dann entsprechend verimpft werden. In Deggendorf wird der teure Impfstoff dann hinter dieser Tür gelagert. Da steht dann nur Kühlschrank drin. Da sind dann diese Impfdosen untertags eingelagert. Und aus Sicherheitsgründen ist der außerhalb der Betriebszeiten nicht am Gelände, den haben wir an sicheren Ort dann eingelagert. Bayern rüstet sich für eine noch nie dagewesene Massenimpfung. Hier sind sie bereit und haben schon weitergedacht, falls die Nachfrage die Erwartungen übertreffen sollte. Wenn man jetzt sieht, wir haben jetzt hier 2 Impfstrecken. Dann könnte man dann problemlos eine 3., 4., 5. auch noch errichten, wenn letztlich der Bedarf sich abzeichnen würde.